Salam alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch darüber berichten, wie ich diesen Winter ohne Heizung verbracht habe. Und zwar haben mich die aktuellen Entwicklungen der Energiekosten auf diese Idee gebracht. Da wir in unseren Breiten in der gemäßigten Zone als erwachsene gesunde Person mit Dach über dem Kopf eigentlich relativ gut ohne Heizung auskommen können, was unsere körperlichen Grundvoraussetzungen anbelangt, insbesondere da wir in relativ gut isolierten Häusern oder Wohnungen leben, ist es im Allgemeinen einfacher als man denkt. Trotzdem kann ich natürlich nur für mich sprechen, da dies ein Erfahrungsbericht sein soll und ich das Glück habe, in einer Wohnung zu leben im 5. Stock, die sowohl von allen Seiten als auch von oben und unten mit Wohnungen umgeben ist, die jeweils geheizt werden. Aus diesem Grund ist es in meiner Wohnung naturgemäß nicht sehr kalt und sie wird auf diese Weise sehr gut gedämmt. Alhamdulillah, weshalb auch in kalten Wintern bei mir die Raumtemperatur um die 18 Grad herum liegt. Folgende Tipps zum Heizkostensparen möchte ich euch daher hier unterbreiten, auch wenn nicht alle Tipps für jeden umzusetzen sind. Wenn die gesamte Wohnung mit einem durch Isomatten unterlegten Teppichboden ausgelegt ist, hilft dies natürlich sehr gut gegen die Kälte auf dem Boden. Allerdings hat ein Teppichboden auch Nachteile, was die Hygiene betrifft, weshalb ich mich in meiner Wohnung nur für einzelne Teppiche entschieden habe. Diese sind aber groß und dick und die könnte man theoretisch auch waschen. Wer in seiner Wohnung unter Zugluft leidet, könnte sehr gut mit Zugluftstoppern vor den Fenstern und Türen verhindern, dass kalte Luft von außen hereinströmt oder die warme Luft von innen hinausströmt. Diese kann man auch sehr gut selber basteln. Aber auch bodenlange, dicke Vorhänge wirken wie wandhohe Zugluftstopper und können einiges an Kälte abfangen. Und eine gute Möglichkeit, das Zuhause auch ohne Heizung warm zu halten, ist natürlich das Kochen mit Herd- oder Backofen. Denn die bei der Verwendung dieser Geräte erzeugte Wärme überträgt sich natürlich auch auf die Umgebung und macht die Küche schön warm und gemütlich, weshalb eine Wohnküche hier natürlich ideal wäre. Da Mikrowelle oder Wasserkocher nicht zu viel Umgebungswärme erzeugen und die sowieso ungesund sind, benutze ich meine Mikrowelle nur noch für mein Wärmekissen. Das habe ich mir übrigens aus Dattelkernen selber hergestellt. Ich kann euch gerne mein Video nochmal zu dem Daffee hier oben verlinken, also der Kaffee aus Dattelkernen hergestellt. Denn die Dattelkerne speichern die Wärme sehr lange und geben sie dann entsprechend auch lange ab. Aber man könnte sich ein Körnerkissen genauso gut aus allen möglichen anderen Körnern oder Samen herstellen, wie zum Beispiel aus Bio-Roggen, Weizen oder Dinkelkörnern oder auch aus Bio-Leinsamen. Das funktioniert alles gleichermaßen gut. Das Körnerkissen lege ich mir immer auf meinen Sessel, auf dem ich gewöhnlicherweise sitze und arbeite. Und diese Wärme von unten über das Gesäß ist sehr wohltuend für den gesamten Körper und hält den Körper mindestens eine Stunde lang richtig schön warm. Und es ist auch vorbeugend gegen Blasenentzündungen. Ein Video dazu, wie ich meine Blasenentzündung ohne Antibiotika in den Griff bekommen habe, mit Allahs Hilfe, das verlinke ich euch hier oben gerne. Das Gute an dem Körnerkissen ist, dass es in 2 Minuten in der Mikrowelle aufgewärmt ist, wohingegen eine Wärmflasche eben schon länger benötigt, weil man dazu das Wasser aufkochen muss. Aber beides hat natürlich seine Berechtigung. Und was den nächsten Punkt betrifft, ziemlich simpel und naheliegend, sich mit warmen Socken, dicken Strickjacken und Fußwärmern zu versorgen. Ich trage den ganzen Tag einen dicken, schönen, wärmenden Bademantel, der mich wirklich ausreichend warm hält, sodass ich überhaupt keine Heizung benötige. Viele Menschen laufen im Winter im T-Shirt zu Hause herum, einfach weil sie die Heizung den ganzen Tag anhaben. Diese Verschwendung kann man wirklich vermeiden, denn die T-Shirt-Zeit ist nun mal im Sommer und nicht im Winter. Und was den nächsten Punkt betrifft, so ist dies die ausreichende Bewegung täglich. Wer gesund ist, sollte täglich an der frischen Luft joggen, mindestens spazieren gehen, denn nicht nur sorgt die ausreichende Bewegung für Wärme und natürlich für Gesundheit, da alle Organe im Körper für Bewegung ausgelegt sind, weshalb fehlende Bewegung und das viele Sitzen heutzutage sehr schädlich für die Gesundheit sind. Wer daher nicht draußen joggen oder spazieren gehen kann oder möchte, sollte mindestens einen Cross-Trainer zu Hause haben. Die bekommt man schon sehr günstig in eBay Kleinanzeigen. Ich benutze jeden Tag meinen Cross-Trainer, aber ich versuche auch so oft wie möglich draußen an der frischen Luft joggen zu gehen. Denn in der Natur bekommen wir auch die gesunden Infrarotstrahlen. Mein Video dazu werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Wer es sich leisten kann oder ein eigenes Haus mit Kamin hat, ist natürlich in großem Vorteil, was das Sparen der Heizkosten betrifft. Nicht nur das, er bekommt auch die gesunden Infrarotstrahlen durch das Feuer.
Denn die Infrarotstrahlen, die die Melatoninproduktion im Körper stimulieren, erhalten wir durch jede Art von Feuer, sei dies das Kaminfeuer oder auch das Kerzenlicht. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt, dem Teelichtofen, den man sich sehr gut zu Hause selber basteln kann und der für eine erstaunliche Menge an Wärme sorgt im Raum. Für mich funktioniert er super gut als indirekte Wärmequelle und gibt für meine Bedürfnisse genug Wärme ab. Wenn ich den Teelichtofen im Abstand von ca. 2 Metern neben mich stelle, steigt die Temperatur in diesem Radius um den Teelichtofen herum innerhalb von 45 Minuten von 18 Grad auf ca. 24 Grad. Und das reicht mir vollkommen, um nicht zu frieren. Meistens stelle ich den Teelichtofen auch direkt neben mich auf den Schreibtisch, dort wo ich arbeite den ganzen Tag. Und die abgestrahlte Wärme ist wirklich ausreichend, wie ich finde. Man könnte natürlich auch mehrere Teelichtofen in einem großen Zimmer aufstellen oder in jedem Zimmer einen Teelichtofen. Auf diese Weise könnte man die Raumtemperatur um einige Grad erhöhen. Ein valider Kritikpunkt an dem Teelichtofen allerdings ist die Schädlichkeit konventioneller Kerzen, denn beim Verbrennen können verschiedene umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe freigesetzt werden. Nach Angaben von Bund.net solle man sich beim Kauf an das RAL-Gütezeichen halten, das etwa 70% der in Deutschland erhältlichen Kerzen tragen sollen. Das Gütezeichen verpflichtet die Hersteller zumindest, sich bei den Inhaltsstoffen an Grenzwerte hinsichtlich Gesundheit und Umwelt zu halten. Darüber hinaus gibt es weniger schädliche Kerzen, die zu 100% in Deutschland aus Rapsöl hergestellt werden, vegan sind und CO2-neutral abbrennen sollen. Die kann ich euch gerne unten an der Pinnwand verlinken. Und wichtig ist natürlich, dass man niemals einen Teelichtofen unbeaufsichtigt brennen lässt. Das heißt, wenn man das Haus verlässt, sollte man die Teelichter natürlich ausmachen. Ebenso sollte auf eine ausreichende und regelmäßige Belüftung des Raumes geachtet werden. Und was natürlich eine weitere persönliche Erfahrung betrifft, ist die Kristallmatte. Für mich die Zaubermatte schlechthin. Dazu hatte ich ja schon ein Video gedreht, das kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Denn sie beinhaltet ja nicht nur die gesundheitsfördernde Biophotonentherapie, die elektrisch erzeugte Magnetfeldtherapie, die in wenigen Minuten Heilprozesse anstößt, sowie negative Ionen, die die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn, die Nährstoffaufnahme und die Schlafqualität verbessern und zusätzlich die Entgiftung fördern. Ebenso beinhaltet sie die Heilsteine und die Schumann-Resonanz, die Urfrequenz der Erde, die für einen optimalen Gesundheitszustand sorgt, aber vor allem beinhaltet sie eben auch die Infrarot-Tiefenwärme, die die Körpertemperatur dauerhaft erhöhen kann, giftige Schwermetalle ausleiten und das Immunsystem stärken kann. Ich schlafe damit eben jede Nacht und sie hält mich wunderschön warm und regeneriert meinen Körper während der Nacht. Natürlich könnte man auch tagsüber wunderbar einen Mittagsschlaf darauf halten und sich aufwärmen. Aber da ich ja Alhamdulillah auch die tolle Infrarotsauna habe bei mir zu Hause, benötige ich die Kristallmatte tagsüber nicht nur in der Nacht. Denn die Infrarotsauna macht gerade nur deshalb so viel Spaß und kommt wirklich zum Zuge, weil ich eben keine Heizung anhabe. Würde die Heizung den ganzen Tag laufen, hätte ich es nicht nötig, in die Sauna zu gehen und dann würde es auch gar keinen Spaß machen, weil die Temperatur im Raum ja warm genug wäre. Aber immer dann, wenn es mir nach langem Sitzen doch etwas kalt wird oder wenn ich vom Joggen von draußen hereinkomme und durch das Schwitzen abkühle, macht es besonders viel Spaß, dann in die warme Sauna zu gehen, um mich aufzuwärmen. Dazu heize ich mir die Sauna 10 Minuten vor und gehe dann in den warmen Raum. Meistens bleibe ich dann etwa 30 Minuten in der Sauna, aber manchmal reichen auch schon 20 Minuten. Und wie unglaublich wohltuend diese Infrarot-Tiefenwärme ist, weiß nur derjenige, der schon mal eine Infrarotsauna ausprobiert hat. Zum einen ist man voller Energie, wenn man aus dieser Sauna herauskommt, im Gegensatz zu einer finnischen Sauna, wo man erstmal völlig erschöpft ist. Und zum anderen wird der Körper eben tief von innen aufgewärmt, sodass jegliche Kälteempfindlichkeit verschwunden ist. Und da eben, wie schon gesagt, die Infrarotstrahlen die Melatoninproduktion stimulieren, die ja nicht nur für einen besseren Schlaf sorgen, sondern auch als stärkstes Antioxidant im Körper für ein starkes Immunsystem sorgen. Mein Video zu allen Einzelheiten der Infrarotsauna werde ich euch hier oben gerne verlinken. Um also eine Menge Energiekosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, was im Moment aktueller denn je ist, ist es, wie wir jetzt im Video gesehen haben, tatsächlich möglich, ohne Heizung den Winter zu überstehen. Trotzdem weiß ich auch, dass ich da in einer privilegierten Situation bin, zum einen wegen dem Standort meiner Wohnung
und zum anderen, weil ich mir die Kristallmatte und auch die Sauna leisten konnte, Alhamdulillah. Die natürlich entscheidend dazu beigetragen haben, dass es mir wohlig warm in meiner Wohnung ist und im gesamten Winter auf die Heizung verzichten konnte. Allahumma barik. Aber selbst wenn man nicht in dieser Situation sein sollte, ist es möglich, Heizung zu sparen und diese nicht ganz hochdrehen zu müssen. Denn die vielen anderen Tipps in dem Video tragen schon zu einem großen Stück dazu bei, mit weniger Heizung auszukommen und sich selber weniger zu verwöhnen und robuster in der Gesundheit zu werden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gute Gesundheit. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.